Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Anbauschlachtpropaganda. Selbstversorgung hieß das Ziel. Kein Stück Land, kein Gärtchen, keine immer bebaubare Fläche darf ungenutzt bleiben. Es geht um unsere Unabhängigkeit, es geht um unser Vaterland, denn über allen Dächern droht das Gespenst des Hungers. Trotzdem hat sich die Schweiz im Zweiten Weltkrieg nicht selbst versorgt. Heute wäre es möglich, meint Stefan Mann von Agroscope. Aber das wäre eine substanzielle Umstellung, erstens schon für die Produzenten, aber es wäre eine noch größere Umstellung für die Konsumenten, die eben ihre Ernährungsgewohnheiten von 3.000 auf 2.300 Kilokalorien pro Tag und Person runterfahren müssten und eben auch ihre Ernährungsgewohnheiten stark weg von der Fleisch- und Eierernährung hin zu einer pflanzlich basierten Ernährung steuern müssten. Der Schweizer Boden gebe einen monotoneren Menüplan her. Kartoffeln, Milch, viele Backwaren und wenig Fleisch. Besonders Öle, Fette, Eier und Fleisch stünden selten auf dem Speiseplan. Schweinefleisch und Geflügel würden fast verschwinden. Statt Käse würde mehr Frischmilch verzehrt. Häufiger gäbe es Getreide, Gemüse und Kartoffeln. Auf jedem noch so kleinen Winkel wurden während der Anbauschlacht öffentlichkeitswirksam Lebensmittel angepflanzt. So wurde auch der Sechseleutenplatz in Zürich zum Mohnfeld für die Ölgewinnung. Die heutigen Flächen reichten zum Anbau aus. Trotzdem sei die Schweiz auch in seinem Modell nicht komplett unabhängig, so Mann. Wenn wir bei bestimmten Kulturen wie zum Beispiel Zuckerrüben kein Saatgut importiert bekommen, dann haben wir ein Produktionsproblem. Dann reichen die Vorräte nicht mehr lange und selber stellen wir in der Schweiz Zuckerrüben-Saatgut nicht her. Insofern brauchen wir Düngemittel, Saatgut, auch zum Teil Pflanzenschutzmittel aus dem Ausland, um diese Berechnungen, die wir durchgeführt haben, dann auch umsetzen zu können. Selbstversorgung auch in Zukunft. Dafür müssten die Landwirtschaftsflächen beibehalten werden, meint Stefan Mann. Auch eine Produktivitätssteigerung, wie sie seit der Anbauschlacht stattgefunden hat, wäre hilfreich.